Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend aus dem Parc des Princes in Paris. Und damit herzlich willkommen zum Viertelfinale der Champions League in der Saison 2012-2013. Ich bin Ihr Kommentator Quank Ron und die beiden Mannschaften Paris Saint-Germain und der FC Barcelona stehen sich hier gegenüber. Seit 6 Jahren ist Paris Saint-Germain im internationalen Pokal zu Hause ungeschlagen. Diese Statistik beeindruckt durchaus, aber der FC Barcelona wird natürlich trotzdem alles daran setzen, hier zu gewinnen und sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu schaffen. Paris Saint-Germain mit dem Stürmer, der zurückgekehrt ist. Zlatan Ibrahimovic Sperre wurde verkürzt und somit ist er wieder auf dem Feld und kann für seinen Verein spielen. Und vielleicht trifft er heute sogar. Er ist ja momentan in Hochform. Und der FC Barcelona, wie gewohnt, mit Pedro und Messi, Iniesta vorne. Und noch vor dem Anschluss eine kleine Sache für mich, denn ich habe mich kurzzeitig erkältet, aber das war so kurzzeitig, dass der Sender hier keinen Ersatz gefunden hat für mich und somit werde ich heute etwas gekränkt dieses Spiel kommentieren. Ich hoffe, es macht ihn dennoch nichts aus. Das Spiel wird angepfiffen. Pastore hier am Ball für Paris Saint-Germain über die linke Seite. Verliert den Ball sogleich an Dani Alves, Piqué hier, der auch ebenfalls den Ball verliert. Hier ist Zlatan Ibrahimovic, der versucht den Ball zurückzulegen auf seine Kollegen, aber dabei ebenfalls weg. Pedro. Und hier ist Thiago Silva. Erste Aktion hier auch von Barcelona, durch die Abwehr der Franzosen zu drängen. Ibrahimovic spielt hier sehr schön. Moura frei mit dem ersten Schuss, den Victor Valdes ohne Probleme halten kann. Jordi Alba. Lionel Messi, der sind hier. Iniesta, der hat viel Platz und Maxwell kann den Ball erstmal herausköpfen. Pavetti. Und Ibrahimovic mit dem hohen Ball. Aber Piqué passt auf, drängt den Stürmer hier beiseite. Somit Victor war das am Ball. Palais, der Kapitän. Ibrahimovic. Wieder mal ein Fehlpass. Beide Teams noch relativ unsicher in der Anfangsphase. Wie eben gesagt, viele Fehlpässe. Sie versuchen aber die Räume zu nutzen. Ebenfalls ein Ballverlust. Und jetzt eventuell der Konter für den FC Barcelona. Aber die Verteidigung ist hellwach. Das Tor kann sich hier nicht durchsetzen, aber es gibt erstmal Einwurf. Flanke hinein, etwas zu kurz und Piqué kann den Ball herausschlagen. Messi mit dem Ball gewinnen. Pedro kann diesen halten. Eventuell jetzt die Flanke. Und Sirigu ganz klasse. Der ist da die Schritte rausgekommen. Dem Ball entgegen. Thiago Motta, kein Abseits. Und Ibrahimovic wird meiner
Ansicht nach gefoult. Spiel läuft aber weiter. Lionel Messi jetzt hier mit viel Platz. Und dann die Grätsche in den Ball. Und sie versuchen immer wieder die hohen Bälle über die kleinen Mittelfeldspieler von FC Barcelona zu schlagen. Das klappt derweil aber nicht ganz so gut. Ebenfalls auch hier kein Foulspiel. Puyol. Langer Ball auf Pedro über die Rechtsaußen. Der zieht jetzt zum Tor. Vorbei an Thiago Silva. Und Alex unterstützt ihn und so kann Thiago Silva den Ball hier wieder aufnehmen. Schöner Doppelpass hier im Mittelfeld. Lucas Moura wird jetzt geschickt. Paris Saint-Germain durchaus spielbestimmt und ein weiterer Schuss des Schweden. Es gibt Eckball. Landet natürlich lang auf wen sonst, Ibrahimovic, aber da kann er ja kein Kapital draus schlagen. Und somit nur Abstoß. Eine gute halbe Stunde ist gespielt. Paris Saint-Germain durchaus mit Vorteilen. Der FC Barcelona hier noch etwas. Ah, sie wirkt noch etwas verhalten. Noch keine richtig große Chance, auf die sie aufbauen können. Vielleicht aber mal jetzt mit Iniesta in der Mitte. Spielt hier sehr schön Pedro frei. Mit einem hohen Ball. Und Thiago Silva begeht hier ein Foul. Eine gute Freistoßposition für die Katalanen. Die ja so viele Tore aus dem Spiel herausgemacht haben. Aber vielleicht jetzt mal mit einer Standardsituation. Maxwell passt hier auf. Einwurf. Der Ball kommt lang in den Strafraum. Messi mit einer Direktabnahme. Jedoch weiter am Tor vorbei als ursprünglich gedacht. Abstoß weit nach außen. Jordi Alba wieder mit dem hohen Ball. Und hier kein Abseits von Lionel Messi, der geht aufs Tor zu. Und der Torwart von Paris Saint-Germain passt hier sehr gut auf. Mit der Hand ist er da noch dran. Ganz plötzlich stand Messi alleine vorm Tor, jetzt aber die Ecke. Sergio Busquets in der zweiten Reihe, spielt den Ball hinein. Aber PSG hat hier gut aufgepasst. Und jetzt der Konter. Und sofort der Ballverlust. Dani Alves passt hier sehr schön auf. Geht mit nach vorne. Meiner Meinung nach war das hier ein Vorteil. Hätte man auch laufen lassen können. Aber es gibt sogar eine gelbe Karte für Matuidi. Der hier im Halbfeld den Angriff des FC Barcelona stoppt. Noch gut 2 Minuten plus Nachspielzeit in der ersten Halbzeit zu gehen. Dani Alves hier über die Außen wird hier wieder gefoult. Kriegt ganz schön auf die Socken in der ersten Halbzeit. Ibrahimovic. Gegen Puyol. Ein Duell der Giganten. Und Ibrahimovic löst das gut spielerisch. Lavezzi jetzt im Strafraum. Pastore mit dem Schuss. Aber abgefälscht. Und da kommt der Pfiff zur Halbzeit. 0:0 zwischen PSG und Barcelona. Ungefähr ausgeglichen, aber PSG mit dem deutlich mehr Ballbesitz, was doch sehr verwunderlich ist. Wir kennen natürlich diese typischen 70% Marken der Spanier in puncto Ballbesitz. Aber vielleicht war dieses eine Spiel gegen den AC Mailand, dieses Rückspiel, das sie
ja, so hoch gewonnen haben, wo sie so unglaublich motiviert waren. Vielleicht war das ja nur so eine Art Eintagsfliege und das ist jetzt langsam wieder verflogen. Davor waren sie ja wirklich nicht gut in Form. Wollen es natürlich für die Spanier nicht hoffen, aber sie scheinen hier doch sehr verhalten, bis auf die eine Aktion vom Weltfußballer. Kam hier nicht viel. Carlos Puyol. Es gab übrigens keine Wechsel während der Halbzeit. Die beiden Trainer scheinen durchaus zufrieden mit ihrer Mannschaft zu sein. Jordi Alba immer noch am Ball. Wartet auf den richtigen Moment. Und jetzt Iniesta hier über die Außen. Kann den Ball hineinflanken. Maxwell schlägt ihn erstmal weg. Aber Fabregas jetzt am Ball. Und auch er wird gestoppt. Und der Versuch von Ibrahimovic hier, seinen Kollegen zu schicken. Puyol aber mit einem Fehler. Und jetzt im Strafraum die Franzosen. Und das Tor für Paris Saint-Germain. 1 zu 0 von Lavezzi. Anfang der zweiten Halbzeit. Und da klingelt es im Kasten der Spanier. Durchaus überraschend. Ganz einfach gespielt. Außen reingegangen. In den Rückraum gelegt. Und dann braucht man die beiden nur noch einschieben. Einfacher geht's nicht. Und effektiver sowieso nicht. Da sind wir eigentlich auch von Barcelona gewohnt. Sie müssten jetzt also mehr machen. Und da wird sofort reagiert. Adriano kommt aufs Feld für Jordi Alba. Tito Villanova, der ja von seiner, ich entschuldige mich, von seiner Krebsbehandlung wieder zurück ist. Die Krankheit ist ja nun schon zum zweiten Mal ausgebrochen. Und eine weitere Chance für Paris Saint-Germain. Der Ball geht hier ganz knapp am Pfosten vorbei. War noch abgefälscht. Dadurch trudelte der Ball so Richtung Tor, aber nicht in das Tor. Und somit gibt es Eckball. Und wir wünschen natürlich, um darauf zurückzukommen, ein weiterer Wechsel. Sanchez nun auf dem Feld. Es wird hier viel reagiert. Sie haben wirklich nicht damit gerechnet. Aber wir wünschen natürlich dem Trainer von Barcelona weiterhin alles Gute. Und dass er die nächsten Jahre natürlich gut überstehen kann. Und Paris dann schon mal wieder mal im Strafraum. Dani Alves mit dem einleitenden Angriff hier. Maxwell ganz klasse, der sowieso in diesem Spiel sehr gut verteidigt. Macht hier keine Fehler. Thiago Motta mit dem Ball ins Leere zu Adriano. Alexis Sanchez. Und Khaled, der hier gut aufpasst. Ein weiter Ball auf Ibrahimovic. Der legt ja einmal rum. Zieht ab. Und Puyol nimmt den abgefälschten Ball auf. Sanchez mit dem weiten Ball über Alex. Messi jetzt zum Tor. Und Fabregas mit dem Schuss. Ganz knapp eben das Tor. Der gute Mitspieler gesehen, war nicht zu eigensinnig. Und den hätte Fabregas sogar machen müssen. Und der dritte Wechsel. Serge Busquets jetzt auf der Bank für Song, der aus England kam, vom FC Arsenal. Ein weiterer Fehlpass. PSG verspielt sich das hier sogar fast noch. Aber die Katalanen können hier immer noch kein Kapital ausschlagen. Ein weiterer missglückter hoher Ball und hier ist der neue Mann, Song. Da. Mit dem Ball auf Lavezzi. Der sieht Ibrahimovic und klasse Reaktion von Valdes.
weil es hier sehr lang machen muss, obwohl dabei aufs kurze Eck ging. So, man natürlich Eckball. Und auch hier bahnt sich ein Wechsel an Carlo Ancelotti. Wechselt zum ersten Mal. Tierney kommt rein für Pastore. Ein nur positionsgebundener Wechsel. Sie stellen hier nicht um. Brauchen sie auch nicht. Sie können durchaus zufrieden sein, wie es im Moment steht vom Ergebnis her. Messi wird hier nicht gefoult. Ballbesitz weiter bei den Blauen. Hier ist Lavezzi, wird aufgehalten, mehrmals geblockt. Somit geht der Ball nicht Richtung Victor Valdes hier. Alex legt den Ball ganz gekonnt zurück. Sie fangen jetzt hier schon an, langsam Zeit zu schinden. Es sind noch 15 Minuten, sie dürfen den FC Barcelona auf alle Fälle nicht unterschätzen. Aber ich denke mal, das wissen sie. Tierney! Da steigt er hoch zum Kopfball. Ibrahimovic auch mal über die Außen. Flankt selber den Ball hinein. Kann also auch als Vorbereiter dienen. Und das hätte hier fast geklappt. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Und Barcelona verfällt so langsam unter Zeitdruck. Es ist zwar immer noch das Hinspiel, aber Paris Saint-Germain mit einer erneuten Chance. Sie sehen die Statistik. Unglaubliche 11 Torschüsse von PSG. Herr Komotta, wieder mit einem Fehlpass. Der ging allerdings genau auf Ibrahimovic. Der wird hier meiner Meinung nach gefoult. Der Pfiff ertönt auch sofort. Und es gibt die gelbe Karte für den Torwart Victor Valdes. Sowie natürlich ein Elfmeter. Ganz klare Sache hier. War es das jetzt endgültig? Ibrahimovic verwandelt eiskalt oben rechts ins Eck. 2:0 für die Franzosen im eigenen Stadion. Was für ein Erfolg. Da hat sich das auf alle Fälle bestätigt, dass sie ungeschlagen zu Hause sind. Eine wirkliche Macht sind sie hier. Wunderbar durchgesteckt von Thiago Motta, der schon so oft in diesem Spiel Fehlpässe fabriziert hat, doch der war richtig gut gespielt. Ibrahimovic hat rumgelegt und da blieb Valdes nur noch die Chance, das Tor zu verhindern, indem er zupackt. Ibrahimovic kam zu Fall, ganz eindeutig. Und dann war es die 50-50 Chance, die hat dann aber der Schwede für sich genutzt und somit steht es nun 2:0. Was macht der FC Barcelona jetzt noch? Versuchen sie wenigstens noch ein Auswärtstor zu erzielen. Das wäre immerhin schon sehr wichtig bei hier im Aus. Einwurf. Die Flanke auf Messi. Der legt zurück auf Pedro. Und der Kopfball zu unplatziert und zu harmlos, als dass er hier große Gefahr ausstrahlen könnte. Und was machen sie hier? Sehr gefährliche Aktionen. Messi wird hier umgehauen, aber kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Song. Und Schuss wurde geblockt. Tierney verliert ebenfalls den Ball. Die Nachspielzeit läuft bereits. Und da ist der Abpfiff. PSG gewinnt verdient und auch sehr überraschend, meiner Meinung nach, mit 2:0 gegen
Die großen Favoriten aus Barcelona, sie waren doch während des Spiels eindeutig überlegen und haben, wie schon gesagt, hier mit 2:0 gewonnen. Ich bin Ihr kranker Kommentator, Crank Ron, und verabschiede mich hier aus Frankreich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Champions League-Spiel.